Grüezi, mein Name ist Rachel Singh. Ich bin Kundenberaterin bei der AEW Energie AG. Ich möchte heute auf die vier häufigsten Fragen bezüglich der AEW Stromrechnung eingehen. Und schon mal vorab, das Video richtet sich an Kundinnen und Kunden, die im Jahr 3 Akkontorechnungen und 1 Jahresabrechnung erhalten. Als Kunde stellen Sie sich sicher häufig die Frage, wo Sie die wichtigsten Informationen finden. Die finden Sie gerade auf der ersten Seite. Unter Punkt 1 in diesem Beispiel geht es um die Jahresabrechnung. Unter Punkt 2 sehen Sie den Rechnungsbetrag. Unter Punkt 3 sehen Sie Ihren Verbrauch aus den Zonen 1 und 2 sowie das Total. Unter Punkt 4 sehen Sie, bis wann die Rechnung gezahlt werden muss. Eine weitere Frage, die mir im Alltag oft gestellt wird, ist: Wo finde ich meine Kunden- und Vertragskontonummern? Das zeige ich Ihnen am besten gerade auf der Rechnung. Beide Angaben finden Sie auf der ersten Seite. Übrigens, mit diesen Angaben können Sie sich auch mit wenigen Klicks für das kostenlose Kundenportal anmelden und von vielen Vorteilen profitieren. Eine weitere Frage, die uns oft gestellt wird: Was bedeutet eigentlich Zone 1 und Zone 2? Mit der Zone 1 und der Zone 2 sind bei der AEW der Nieder- und der Hochtarif gemeint. Zone 1, der Hochtarif, ist gültig vom Montag bis am Freitag, vom Morgen um 7 Uhr bis am Abend um 8 Uhr. Und am Samstag vom Morgen um 7 Uhr bis am Nachmittag um 1 Uhr. Zone 2, der Niedertarif, gilt zu allen anderen Zeiten. Diese Angaben und noch viele weitere Informationen finden Sie auf der zweiten Seite von Ihrer Stromrechnung. Die detaillierte Aufstellung mit allen Preiskomponenten, wie zum Beispiel der Rappenpreis, finden Sie auf der Seite 3. Die Erklärung zu den einzelnen Komponenten sind, wie schon vorher erwähnt, auf der zweiten Seite zu entnehmen. Weitere Faktoren, die sich auf den Rechnungsbetrag auswirken, sind meistens der Netzzuschlag, die Konzessionsabgabe und Systemdienstleistungen. Oftmals ist es eine Kombination aus der Preisänderung und Ihrem veränderten Stromverbrauch. Ich hoffe, dass wir mit dem Video Ihnen weiterhelfen können. Bei Fragen sind meine Kolleginnen, meine Kollegen und ich telefonisch, per E-Mail oder über das Kundenportal für Sie da.